Test the max. Jetzt hat's wieder nicht geklappt mit dem Weltuntergang. Dabei haben wir uns so gut drauf vorbereitet mit dem Ford Ranger, getuned von Delta 4x4, extra für die Endzeit. Dieses Monster hier heißt Kentros und das kommt von Kentrosaurus. Das war vor 150 Millionen Jahren ein Dino, der nicht nur äußerst fit im Gelände war, sondern der aufgrund seiner vielen Stacheln auf dem Rücken auch als unverwundbar galt. Unverwundbar sieht auch der Kentros aus mit seinen vielen Bügeln, dazu mit den baumlangen Trittbrettern an der Seite. Delta 4x4 hat den Ranger um 10 cm noch höher gelegt. Dazu gibt es hier die großen Reifen, mit denen könnte man bei jedem Bigfoot-Rennen starten. Ich glaube, die Sommerreifen sind noch mal 10 Zoll größer und dazu fette Kotflügel. Als Kranführer hat man hier wahrscheinlich leichtes Spiel, denn um in die Führerkabine zu kommen, musste genauso hochklettern wie auf einen Baukran. Beim Kaltstart hat sich der 2,2 Liter Diesel hier gerade ein bisschen geschüttelt, wie so ein Dino, den ein Mammut auf den Schwanz getreten ist. Aber jetzt dieselt er ganz ruhig vor sich hin. Innen gibt es reichlich Platz für 5 Personen. Und ansonsten muss ich auch sagen, alles aufgeräumt, alles ordentlich, alles übersichtlich. Hier vor allen Dingen die Mittelkonsole sieht sehr nach Ford aus. In so manch noblen SUV sieht es natürlich viel schicker aus als hier im Kentros. Aber der Ford Ranger ist natürlich auch vom Range Rover so weit entfernt wie ein Cowboy von Prinz Philipp. Es ist ja der kleine Bruder vom F-150, diesem Supertruck aus Amerika. Und dem ist der Ranger in der Serienversion so ähnlich, dass es den Ranger nur außerhalb von Amerika gibt. Sowas gibt es also auch. Wie jeder Planwagen hat natürlich auch der Ford Ranger respektive der Kentros eine Starrachse. Insofern wäre Querfahren mit dem sicher auch eine schöne Erfahrung. Aber ich muss sagen, er fährt sehr sauber geradeaus. Und auch hier in dieser kleinen Kurvenpassage ist er nie völlig neben der Spur. Also das ist fast schon ein bisschen überraschend. Nicht nur, weil er 10 cm höher baut als serienmäßig, sondern weil er ja auch noch die Winterreifen drauf hat. Also der lässt sich überhaupt so einfach fahren wie jeder Golf. Vielleicht die Schaltung ist ein bisschen hakelig, aber ansonsten macht er das wirklich alles super. Mit einem Dinosaurier geht man ja nicht unbedingt auf die Autobahn, aber nachdem wir jetzt auch Gigaliner unterwegs sind, können wir hier auch mit dem Kentros ein bisschen Gas geben. Was ist die gute Message? Die Botschaft ist, die Kiste fährt geradeaus, ohne irgendwie nach links oder rechts wie so ein kleiner Dampfer zu schwanken. Also Fahrwerk auch autobahntauglich. Yes! Höchstgeschwindigkeit beim normalen Ranger hier mit der 2,2 Liter Maschine, das sind 180 Stundenkilometer. Die werden wir mit dieser 10 cm erhöhten Hauswand wahrscheinlich nicht ganz erreichen. Ich glaube, so à la longue, in einer guten halben Stunde dürften wir dann uns auf 160 vorgearbeitet haben. Aber es ist absolut bequem und easy peasy hier zu fahren. Du kannst wenigstens die schöne Aussicht genießen hier oben von deinem Jägerstand. Und was geil ist, du kannst Leute erschrecken. Es gibt ja welche, die fahren nur so 100, 110. Und wenn dann der Kentros im Rückspiegel auftaucht, dann denkt die, ui, jetzt kommt er doch noch angerast, der Weltuntergang. Hier im Gelände ist der Ranger zu Hause, da wird er zum Power Ranger. Wir haben umgestellt auf Allrad, also er zieht hier hoch wie eine Gemse. Man sollte die Kiste nach Griechenland schicken, denn der hat für eine Rettungsroutine auch genug Kraft, um das ganze Land aus den Schulden zu ziehen. Test the max.